damit ein wunderschönes Hallihallo-Löchen, was geht ab? Zurück zum... Ich kann nicht aufhören, Satisfactory. Oh Gott. Ja, ich habe jetzt seit dem letzten Mal mal so ein bisschen die Dinge nochmal sich ein bisschen auffüllen lassen. Und ich habe mal die Kupferverarbeitung einfach mal eben so nebenbei reingebaut. Weil es ist sowieso quasi das gleiche ist wie drüben mit dem Eisen. Ist eigentlich quasi wirklich der gleiche Aufbau, nur andere Gegenstände, die da rauskommen. Aber so wirklich einmal die Seite komplett mal rüber gespiegelt. Einmal mit den Drähten, die rauskommen. Und hier kommen die Kupferbleche, so. Wofür diese dicken Beballer hier sind, das sehen wir später. Habe ich auch noch keine Ahnung von. Müssen wir nachher mal schauen. Jetzt habe ich aber oben für den aktuellen Meilenstein, für das Ressourcenschredder-Bonusprogramm, mal eben was aufgestellt. Vorbereitet, bzw. mir mal in die Taschen getan. Denn. Die Schnecke da oben nervt mich immer noch. Läuft hier was nicht? Doch, oder? Doch, läuft. Denn wenn wir den Meilenstein fertig haben, können wir anfangen, bald noch vernünftiger zu bauen. Denn mach rein, achso. Die und die. Ah ja, und der Beton, den müssen wir noch mal holen. Ich hoffe, er läuft hier auch vernünftig durch. Dass wir jetzt genug haben. Kommt da, genau. Ah, oh. Ja doch. Der reicht. Der reicht. Ja, ein bisschen mehr, damit ich noch ein bisschen Puffer habe. So. Zack. Dann kann ich nämlich das den roten Knopf drücken. Milestone reached. You have been given early access to the anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanets bonus program. So, wir haben jetzt den... Funneling parts into the awesome resource sink, depending on their amount and complexity, will grant you coupons in the awesome store, which can be exchanged for bonus rewards. Genau. Examples of bonus content are parts, walls, factory attachments, and cosmetics. Fixit is working hard to develop additional options, which will be added to the awesome store in the future. So, wir sehen... That extra kilometer. Go awesome. Darf ich jetzt bitte auch mal reden? Alter. So. Wir haben jetzt hier einen Awesome Shredder. Das ist so ein fettes Teil. Wir brauchen noch verstärkte Eisenplatten. Ey, ganz ehrlich. Ich habe jetzt ein paar Stündchen mit Snake gespielt. Ich habe den ganzen Abend nur gefühlt Schrauben und Eisenplatten gemacht. Ach Gott. So. Und zwar haben wir jetzt einen Awesome Shredder. Ich stelle ihn jetzt einfach erstmal da an. So. Passt gerade mal soweit. Dieser Shredder hat den Ausgang jetzt an der falschen Seite. Einmal abbauen, bitte. Cool. Fängt gut an. Dieser Awesome Shredder, der hilft uns nachher, damit wir nachher ein bisschen noch hübscher Dinge bauen können. Ich hoffe, der hält unsere Stromleitung hält das aus. So, hier würde ich gerne nochmal eine Mine aufbauen. Habe ich noch so ein Miner irgendwie? Sieht nämlich gerade ganz schön mies aus. Warte mal. Ich glaube, ich muss den mal machen. Warte. Wo mache ich mir den nochmal? Oh Gott. An der da. Oh, ich kann mir sogar machen. Krass. Den brauche ich nämlich dafür. Dann räume ich mal kurz auf, machen wir kurz die ganzen Brocken hier weg, die hier rumstehen. Das ist der eine große. Denn ich habe nämlich mit dem was ganz Bestimmtes vor. Wenn er dann mal kaputt geht. So. Ich möchte jetzt hier so eine große so einen großen Miner aufstellen.
Der hat nachher quasi direkt. Wenn man Strom braucht, den wir doch bestimmt hier irgendwo noch ihn haben. Was ist das denn? Nein, wir brauchen noch Kabel, verdammt. Wenn man nichts dabei hat, ne? Wenn man nichts dabei hat. So, ein paar Kerbelchen machen. Reicht schon. So. Von da oben ging das dahin, dann gehen wir da einmal darüber. So. Und dann zu bauen. Und dann machen wir hier. Geht das, passt das darüber? Achso, wir brauchen ja noch was anderes vorher. Da geht dann hier der Kalk schon raus. Dann bauen wir so einen Konstruktor. Mit verstärkten Eisenplatten, die muss jetzt noch mal eben machen. Oh, ich kann dieses Wort nicht mehr hören. So. Zack, einmal hier rüber. Machen wir uns den Konstruktor. Also immer direkt davor. Hier nochmal ein Förderband reingehen. Der kriegt auch nochmal Strom von da oben. Und dann hier nochmal ein Förderband rein. Zack. Und dann macht er uns mal aus dem Kalkstein massig Beton. So. Dieser Beton, den er hier macht, der wird dann gleich hier drinnen verkauft. Und man sieht, ich habe jetzt 1000 Punkte bis zum nächsten Coupon. Man wird gleich sehen, das kann ich schon mal voraussagen, der Beton gibt einem 12 Punkte. Der nächste Coupon braucht dann natürlich noch ein bisschen mehr. Aber das wird jetzt halt durchgehend laufen, also das ist halt eine Quelle, die ich halt eh nicht benötige. Dementsprechend wird es halt durchgehend laufen, so. Habe ich noch ein bisschen, wie viel Strom habe ich noch übrig? Mal kurz gucken. Ausreichend, krass. Gut. Als nächstes, was ich baue, ist dann der Awesome Shop. Den werde ich mir mal irgendwie hier Richtung Dings hinstellen. Ich weiß gar nicht, wie rum der muss. Der braucht aber auch noch 200 Schrauben, Eisenplatten und Kabel. Also, ich muss mal ein paar Eisenrohre holen, Eisenplatten holen. Und dann können wir uns den auch schon mal fertig machen, weil bei dem können wir uns dann mit diesen Coupons, die wir gerade herstellen, lassen durchgehend. Können wir uns dann nachher schöne Dinge kaufen, die wir alle hier gebrauchen werden. Wodurch es dann nachher wirklich vernünftig aussehen könnte. Warum gehe ich hier durch? Das ist gar nicht der Weg. Wozu baue ich Wege, wenn ich sie gar nicht nutze? So. 100, 100, 100, 100, 100. Oh. Ich glaube, ich habe gerade mein Stromnetz gekillt. Ups. Das war vielleicht gar nicht so gut. Ja, der Schredder braucht halt mega viel. Scheiße. Dann brauche ich wohl noch irgendwas. Muss mal reingucken. Oder hat einer keinen Treibstoff mehr? Der hat. Der hat. Der hat. Der auch. Ja, dann brauche ich dringend nochmal so einen Biomassebrenner. Okay, noch irgendein Kabel frei. Ah, der kann auch noch Treibstoff dabei. Nö. Hat bestimmt welche drin. Zack. Einmal da reinlegen. Der braucht ordentlich was. Gut,
Ich wollte, genau, ich brauche Kabel. 200 Schrauben. Gehe ich mal auf 50 Kabel hoch, auf 200 Schrauben hoch. Geht relativ fix. Schrauben da. Na gut, 1.000 kann ich machen. Das sollte schnell gehen. Und dann kann ich mal kurz zeigen, worum es dann bei diesem Coupon-Shop geht. Coupon. Also geht recht fix. Und die Schredder werde ich nachher noch so aufbauen, dass der auch vernünftig steht. Dass er auch mal so als Art kleiner Mülleimer gelten kann. Dass ich halt, wenn ich irgendwas übrig habe, irgendwelchen Mist oder so, der dann einfach nochmal so in so einen Container reinschmeißt und der dann für mich das den Scheiß halt wegschreddert. Weil alles, was ich schredder, gibt verschieden viele Punkte. Würde ich jetzt zum Beispiel Eisenrohre reingeben, die würden, ich glaube, 4 Punkte geben. Gebe ich den Beton rein, sind 12. Gebe ich einen Barren rein, glaube ich, 2. Oder wenn ich ein ganz normales Erz nehme, dann nur eine. Aber ich habe irgendwann keinen Bock, bestimmt nicht irgendwie, dass ich da 12.000 Erze reinballer. Das dauert halt zu lang. So, aus dem Shop. Den wollte ich erstmal hier beim Hub haben. So, irgendwie mal hier in die Nähe bauen, guck mal. Oder einfach direkt nehmen. Komm, bauen wir direkt hier neben. Zack. Stellen wir hier hin. Dann haben wir einen Awesome Shop. So. Ist der richtig rum? Ich glaube schon, ne? Ja. In diesem Shop gibt es mehrere Möglichkeiten. Man hat ja immer Wände. Da sind auch dann auch wiederum auch die Wände für die Förderbänder mit Türen, Fenster etc. Und dann gibt es für Hypertubes, Pipelines, Strommasten und Förderhalterung, Förderbandwandhalterung. Ja, halt die Wandhalterung. Dann gibt es noch andere Fundamente, mit denen man halt nochmal viel geilere Formen nachher machen kann. Auch für Ecken und so weiter und so fort. Rampenpakete, Pfeiler, Fundamenterweiterung. Wofür das genau ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Dann gibt es einen Fixed Fabrikwagen. Den will ich unbedingt haben, der sieht voll cool aus. Dann haben wir noch Fabrikgelände, Treppen und Gehwege. Auch sehr wichtig, finde ich. Wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir die mal auch noch mit aufstellen würden. Obwohl das nicht unbedingt sein muss. Statuen für, ja, keine Ahnung, wofür man die Statuen haben sollte. Ausrüstung, ja, kann man sich halt kaufen für einen Coupon, aber ich glaube, man die wirklich braucht, ist eine andere Sache. Man kriegt halt 10 Signalisatoren, aber das finde ich Quatsch. Aber der Kaffeebecher, der interessiert mich. So, und Teile, die man sich auch so craften könnte. Aber halt in größeren Massen halt später. So. Wichtig sind für mich dann eher herum die Wände erstmal. Das heißt, wir brauchen 7, 5, 4, 2 und 9. Dann sind wir auf 11, 15, 20, auf 27 Coupons, die wir nie im Leben erreichen werden so schnell. Was aber nicht so schlimm ist. Man sieht, der erste ist bald durch. Die kann er zur ganzen Ruhe nebenbei erstmal weitersammeln. Ich schaue mir jetzt erstmal nicht an, dass ich hier die Produktion weiter aufarbeite. Denn wir haben natürlich jetzt die ganzen Grundsachen fertig, soweit, ne? Allerdings hätte ich natürlich gerne noch ein paar andere Dinge. Also haben wir die eigentlich schon? Hatten wir den Mamm schon aufgebaut? Ich glaube schon, ne? Müsste da, glaube ich, der da hinten sein. Genau. Den baue ich aber dann ab. Baue den mal Richtung Hub. Weil ich da eher die meiste Zeit sein werde. Wenn das Hub überhaupt noch lange stehen bleibt. Also spätestens sobald ich irgendwann mal die Kohlegeneration habe, wird er sowieso nicht mehr hier stehen. So, das Mamm. Das Mamm stelle ich jetzt einfach mal eiskalt so dahin. Dann kann man mal gucken.
Da haben wir auch noch mega viel, was wir nachher noch erforschen können. Wir können ja noch Biomasse erforschen mit Alienorganen. Worum es mir aber eigentlich geht, das kommt ja später in den Hub-Upgrades, leider. Da gibt es noch mal eine ganze Menge Zeug, was wir gebrauchen können, um länger zu überleben. Und vor allem habe ich heute herausgefunden, dass es eine wunderbare Waffe gegen die Spinnen gibt. Ich muss die nur noch irgendwann herstellen können. Aber ich glaube, das ist hier noch gar nicht mit drin, ne? Natürlich nicht. Warum auch? Gut. Weiter im Geschäft. Ich hätte gerne als nächstes das hier. Die sind schnellere Förderbänder. Damit kann ich mehrere Förderbänder auf einmal transportieren. Und die Lifte. Wofür? Ist ja klar, ne? So. Die mache ich also als nächstes. Da kann man sich mal überlegen, ob ich die dann in der nächsten Folge mal fertig mache. Jetzt schauen wir erstmal, dass das hier alles ordentlich läuft. Denn auch hier die ganzen Strommasten, die bleiben natürlich nicht so. Gehe ich zumindest jetzt noch nicht von aus. Aber ich muss ja halt nachher natürlich auch nochmal einen Ticken höher bauen. Aber Fußwege könnte man halt eigentlich machen, ne? So viel später überlegt. Was ich hier mache, weiß noch nicht. Ich könnte hier wunderbar eigentlich so ein Treppen auch so oben machen, ne? Wenn man hier alles dicht macht. Da ist noch die kleine Werkbank, die können wir mal da wegnehmen. Die passt da so nämlich gar nicht mehr hin. Wir haben dann hier natürlich Eingang, da heißt die Rampen kommen nochmal ein und zwei nach hinten. Dass man hier so eine kleine Fläche noch zum Laufen hat. Man könnte sich ja mal überlegen, ob ich mir nicht hier die Werkbank auch wirklich hinstelle. Ich kann ja gerne hier stehen bleiben. Ich meine, so schlecht sieht es ja nicht aus. Einfach hier vor. Ja, nicht voll klar. Kann man so lassen. Und dann brauche ich Beton. Den ich wahrscheinlich. Ich bin natürlich nicht dabei. Hätte mich auch gewundert. So. Hole ich mal eben und dann mache ich mal die Plattform noch ein bisschen weiter. Die Bänder müssen ja dann nachher noch anders gelegt werden. Wenn es soweit ist. Weil ich dann nachher noch so einige Bänder mit dem Förderbandlift und so zusammenfügen werde. Damit hier so ein Chaos wie hier zum Beispiel gar nicht erst entsteht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte an den daran. So. Ich nehme alles mit, was ich habe. Oder mitnehmen kann. Hoffe ich mal, dass wir bald die ersten Wände holen können. Wäre ja schon mal ganz nice. Das Gestell hier ist echt schon nicht schön. Ne? So, das weg. Das weg. Das weg. Dann baller ich mal kurz da Rohre hin. Nehmen wir das hier eben. Damit es hier nicht rumsteht. So. Waren die drei, ne? Ja. So, da kommen dann die. Haben wir auf die 9. 8x4 Meter Fundamente. Und davor könnte man ja eigentlich, wenn ich mal so darüber nachdenke, keine kleinere Rampe ran. Eben die Rohre wiederholen, wo hab ich die hingeschmissen? Hier. Oh, passt nicht. Okay, weiter. Das Fundament drunter, das hier drunter und das drunter. Und hier reicht es ja so.
kann man hier halt sich die Wände hinpacken. Dann geht das auch. So, wollen wir die Rohre? Da. Sehr schön. Ah, ich meine, ein bisschen überwachsen, aber. Ah, schon so, ne? Da. Irgendwie auch nicht so ganz, ne? Ah, das ist überwachsen, das ist uncool. Kann man da vielleicht 1 Meter drüber machen? Dann hier die 1 Meter Brille, wollte ich gerade sagen. Die 1 Meter Rampen. So. Können wir das gleiche machen. Ich bin eigentlich noch mal so ein bisschen angenehmer gemacht. Ist ja nicht so steil. Sollte gehen. So. Das wäre das gewesen. Das hier kann alles aufbleiben. Obwohl ich ja eigentlich so sagen würde, machen wir nachher das hier eine Tür rein, sag ich mal, für so eine Art ja, halt Zugang für Mitarbeiter im Endeffekt, ne? Und dann würde ich halt dann sonst noch mal da Fenster reinballern. Aber ich glaube, die würden spätestens hier stocken. Da muss man nachher mal gucken dann. Das passt. So. Hier hinten bin ich mir nicht sicher, das könnte erstmal so bleiben, dass man nachher noch so eine Art kleinen Ausgang hätte. Und hier müssten rein theoretisch mal so eine 8 Meter Fundament rein. So. Und da ist dieser Turm, den ich da hab. Eigentlich ja nicht so uncool. Ich glaube, das könnte sogar ganz sinnvoll sein. Für später. Mach ich mir drüben auch nochmal fertig. Damit diese gewisse Symmetrie natürlich bleibt. Das war. Ich glaube sogar genau hier. Auch noch mal. Na komm. Die auch schon dicht machen. Das soll natürlich keine Lücken sein, das ist klar. So. Sehr schön. Da ist, ich kann aber sowieso mal die hier schnappen. Und da dann mal lieber größere hinsetzen. Damit ich nicht so ein Mischmasch ist. Sehr schön. Geht doch voran. Gut. Schön die Blätter mitnehmen. Komm ich hier hoch? Jawohl. Kupfer läuft. Eisen läuft. Und dann werde ich wohl ein bisschen warten müssen, bis wir dann mal die Coupons haben. Für die nächste Sache, die ich haben möchte. Und das sind dann natürlich die Wände.
Und bis dahin bereite ich dann mal die ganzen Sachen für die Logistik MK2 vor, damit wir auch damit ein bisschen weiterkommen. Beim nächsten Mal wollen wir ein bisschen weiter. Mit Wänden. Mit Liften. Und. Genau, am besten auch vielleicht mit neuen Automatisierung. Wenn mich gerade ganz schön auffällt. Nee. Ganz schön langsam das Ding, ne? Da, das ist ganz schön langsam. Hat zwar schon zwei Coupons, oder? 7 brauchen wir für den ersten allein, das ist. Kann auch lustig werden. Kann man hier so rein noch Dinge hinschmeißen? Oder reintun? Warte mal. Ne. Wenn ich hier Dinge rausschmeiße. Machen wir zum Beispiel mal hier. Der bewegt sich gar nicht. Das mache ich nochmal im Moment, warte mal. Lass Band weg. Mache ich mal hier. Ich mache einen kleinen Mülleimer. So. Förderband. Von hier nach da. Da. Hier rein. Und hier. Machen wir mal noch einen kleinen Container hin. Obwohl ich mir mal gucken wollte, ich habe da irgendwas von gehört gehabt, was ich aber nicht ganz glaube. Kann man hier von. Ne, davon geht kein Band raus, ne? Das geht ja nicht. So, Container. Ich habe ein bisschen Müll rumliegen gehabt. Gehe ich hier hin. Nehmen wir das raus. So, dann mache ich jetzt keine Erze dabei. Dann weg. Ich habe Blütenblätter bis zum Gehen nicht mehr dabei. Weg. Ich habe keine Ahnung. Doof gesagt, hier nochmal Eisenbahn dabei. Auch weg. Dann wird ja alles erstmal schön weggeballert. Tja, und so mache ich weiter, bis ich jetzt 7 Coupons habe. Und dann können wir jetzt mal die ganze Lagerhalle mal zumachen, ne? Also, wenn es euch gefallen hat, sagt mir Bescheid und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal.